Seit 5 Jahren mache ich nun Dropshipping und in diesem Video möchte ich über den größten Fehler sprechen, den ich in meiner Dropshipping-Karriere bisher gemacht habe und der mich Millionen gekostet hat. Mit diesem Video will ich dich davor bewahren, dass du den gleichen Fehler machst und dir meine 4 Erkenntnisse mitgeben, die ich aus diesem Fehler gelernt habe. Ich kann dir garantieren, dass wenn du anwendest, was ich dir in diesem Video erkläre, deine Erfolgsquote im Dropshipping garantiert steigen wird. Aber schauen wir dafür erstmal ins Jahr 2018. Ich bin damals durch Google und YouTube auf das Thema Dropshipping aufmerksam geworden, weil ich dort viele Leute gesehen habe, die gerade mal ein paar Jahre älter wie ich waren und schon sehr erfolgreich in dem ganzen Bereich waren, im Ausland lebten, teure Autos fuhren und im Grunde all das hatten, was ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Und das hat mich mehr oder weniger auch dazu gebracht und motiviert anzufangen mit dem Ganzen. Durch den Content auf Social Media wurde mir relativ schnell klar, im Dropshipping geht es darum, ein Winning Product zu finden. Das heißt, ein Produkt, was so viel Umsatz reinbringt, dass es das gesamte Leben verändert. Und ja, wie im Tunnelblick habe ich dann angefangen, Produkte zu testen, bis ich noch im ersten Jahr auch auf meinen ersten Winner gestoßen bin. Das war ein Klebeband. Könnt ihr mal googeln, Nanotape heißt das Ganze, ich werde hier auch ein kleines Foto einblenden und mit diesem Klebeband konnte ich innerhalb weniger Monate auf 250.000 Euro Umsatz skalieren. Nun hatte ich aber die Situation, dass nach diesen Monaten der Umsatz plötzlich einbrach. Ja, es brach ein, relativ schlagartig von mehreren tausend Euro am Tag auf 0 Euro. Ich wusste nicht wirklich, woran es lag, dass die Umsätze plötzlich einbrachen und stand am Ende ja praktisch wieder mit leeren Händen da. Natürlich mehr Startkapital gehabt zu dem Zeitpunkt nach dem ersten erfolgreichen Projekt. Aber da ich zu dem Zeitpunkt eben dachte, es kommt nur auf das Produkt an und ich auch nicht wirklich wusste, warum dieses Klebeband jetzt so gut performt hat, habe ich einfach weitergemacht und weiter Produkte getestet. Doch diesmal war es wirklich deutlich schwieriger. Ich habe über 50 Produkte testen müssen, um wieder was zu finden, was dann funktioniert, was ich skalieren kann. Aber es hat sich angefühlt wie Glücksspiel. Ich wusste nicht wirklich, wann das nächste Produkt klappt. Ich wusste nicht wirklich, was über den Erfolg bestimmt. Ich dachte immer nur, es hat mit dem Produkt zu tun. Bin mir ziemlich sicher, viele von euch kennen das auch, sind in einer ähnlichen Situation und testen auch einfach wahllos Produkte und hoffen, dass das nächste Produkt das Winning Product wird und verbrennen eben auf dem Weg dahin jede Menge Zeit, jede Menge Geld und ganz viele Leute verlieren in der Zeit auch die Motivation, um überhaupt weiterzumachen. Neben dem Punkt, dass ich einfach unzählige Produkte testen musste, habe ich mir die Frage gestellt, woran es überhaupt lag, dass das Klebeband eingebrochen war. Es musste doch möglich sein, mit einem Produkt 1 Million Euro Umsatz oder mehr zu machen. Ich habe dann angefangen, nach einer Lösung zu suchen und bin dabei auf mehrere englischsprachige YouTuber gestoßen, die davon berichtet haben, dass nicht nur das Produkt, sondern auch das Creative und das Marketing extrem wichtig für den Erfolg ist. Und das hat meine Denkweise auf das Thema E-Commerce und Dropshipping wirklich komplett verändert. Ich wusste nun, okay, es hat nicht nur was mit dem Produkt zu tun, es hat auch was mit dem Creative zu tun und der Art und Weise, wie du dein Produkt eben auf Social Media vermarktest. Weil wir verkaufen am Ende des Tages an Menschen und nicht an Roboter. Mein Fehler, den ich jahrelang gemacht habe, war also, dass ich den gesamten Schwerpunkt nur auf das Produkt gelegt habe und mir keine Mühe für meine Creatives, sprich meine Werbevideos gegeben habe. Hätte ich von Anfang an mehr Wert auf Creatives gelegt, hätte ich deutlich mehr Produkte in Winner verwandelt und meine bestehenden Winner auf deutlich höhere Umsätze skaliert. Zum Glück ist das Ganze schon lange Vergangenheit und ich weiß mittlerweile, wie wichtig Creatives sind und wie sehr sie den Erfolg von einem Dropshipping-Business beeinflussen. Ich habe jetzt 4 Erkenntnisse für dich, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, die ich dir mitgeben möchte, damit du das eben auch hinbekommst. Erkenntnis Nummer 1, du musst deine Zielgruppe kennen. Es ist mit das Wichtigste im Marketing, dass du genau weißt, wer deine Zielgruppe ist, also wer potenzielle Kunden von deinem Produkt sind, wie die aussehen, welches Geschlecht die haben, in welchem Alter die sind und auch welche Probleme und welche Ziele diese Leute haben. Weil wenn du genau verstehst, was die Probleme und Ziele deiner Zielgruppe sind, dann kannst du dein Produkt als die beste, schnellste und einfachste Lösung für dieses Problem oder zur Zielerreichung positionieren und deine Zielgruppe wird das Produkt kaufen, weil sie weiß, dass dein Produkt die perfekte Lösung ist. Eine Möglichkeit, die ich oft anwende, um meine Zielgruppe besser kennenzulernen, ist einfach mal in die Amazon-Bewertung zu gehen, zu meinem Produkt, ja, einfach mal deinen Produktnamen bei Amazon eingeben. Da wirst du mehrere Anbieter finden, die das gleiche Produkt verkaufen. Dann gehst du in die Bewertung und schaust einfach mal, was die Leute über dein Produkt sagen. Was für Probleme hatten sie, weshalb sie das Produkt gekauft haben,
was fanden sie gut an dem Produkt, was fanden sie schlecht an dem Produkt, und du wirst einfach wahnsinnig viel über deine Zielgruppe kennenlernen. Erkenntnis Nummer 2, man muss den Algorithmus der Social Media Plattform verstehen. Alle Social Media Plattformen haben den Nutzer im Vordergrund. Der Nutzer entscheidet darüber, ob deine Beiträge, also deine Werbeanzeigen, vom Algorithmus gepusht werden und du günstige Ergebnisse bekommst oder nicht und du eben sehr teure Ergebnisse bekommst. Und das hängt vor allem damit zusammen, wie sehr die Engagementrate mit deinem Beitrag, mit deiner Werbeanzeige ist. Wenn viele Leute liken, kommentieren, ihre Freunde markieren, den Beitrag teilen, dann wirst du sehr gute Ergebnisse bekommen. Ja, weil Facebook merkt, okay, die Leute finden den Beitrag interessant. Die Leute verbringen eine Menge Zeit auf der Social Media Plattform wegen diesem Beitrag. Und das ist das Ziel der Social Media Plattform, die Leute lange auf der Plattform zu halten. Und wenn die Leute deinen Beitrag sehen in ihrem Feed und einfach nur weiter scrollen und sich nicht dafür interessieren, dann wird dein Beitrag nicht gepusht. Wenn stattdessen viele Leute stehen bleiben, mit dem Beitrag interagieren, ihn liken, kommentieren, teilen und so weiter, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du deutlich bessere Ergebnisse bekommen wirst. Damit die Leute mit deinem Beitrag engagen, ist es wichtig zu verstehen, warum die Leute auf Social Media sind. Sie sind nicht auf Social Media, um irgendein Produkt zu kaufen, dann würden sie direkt zu Amazon gehen. Sie sind auf Social Media, um sich mit Freunden zu vernetzen, um unterhalten zu werden, und genau das kannst du eben in deinen Beitrag einfließen lassen, indem du dafür sorgst, dass es von Anfang an gar nicht aussieht wie eine Werbeanzeige und dass du ja Inhalte mit reinbringst, die eben dafür sorgen, dass deine Engagementrate steigt. Zum Beispiel ein kontroverses Statement. Natürlich muss man da aufpassen, dass man seine Brand nicht schädigt, aber man kann auf jeden Fall leicht kontroverse Inhalte mit einbringen, über Fragen, über Szenen, die gezeigt werden, oder auch irgendwie lustige Inhalte mit reinbringen, die dann eben die Leute kommentieren wollen, ihre Freunde deshalb drunter markieren, und so steigt wieder deine Engagementrate. Erkenntnis Nummer 3, teste niemals nur ein Creative pro Produkt. Auch wenn du denkst, du hast bereits das perfekte Creative, bei dem alles stimmt, weißt du immer erst, was funktioniert und was nicht, sobald du es testest. Ich kann dir einfach mitgeben, dass selbst die kleinsten Änderungen einen enormen Einfluss auf die Performance haben. Können Änderungen sein wie die Texte, die du unter dem Video drin hast. Das kann ein Voice-Over sein, das kann eine Änderung vom Creator sein, ein anderer Creator, der über das Produkt spricht. All diese Kleinigkeiten, die leicht auszuwechseln sind, können einen enormen Einfluss auf die Performance haben. Deshalb teste ich von Anfang an eigentlich Minimum 10 Creatives pro Produkt. Sehe dann, welche Creatives gut performen und welche nicht. Es gibt oft sehr große Unterschiede, und dann mache ich das, was bei dem besten Creative funktioniert hat, und wiederhole es, ich multipliziere. Das heißt, ich schaue, was funktioniert, ja, und mache einfach mehrere neue Versionen davon, die in eine ähnliche Richtung gehen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass weibliche Creator deutlich besser performen als männliche Creator, und sehe, dass in den ersten 3 Sekunden eine bestimmte Szene gezeigt wird, dann könnte ich auf einen neuen Creator, einen weiblichen Creator zugehen, der in den ersten 3 Sekunden auch genau die gleiche Szene zeigt. Und könnte dann wieder einen neuen Beitrag erschaffen, der noch besser performen könnte, weil ich den Creator abändere, der aber das Muster, das Schema vom ersten Creative beibehält. Erkenntnis Nummer 4, Creative sterben aus. Wie es auch bei mir unter anderem mit dem Klebeband der Fall war, ist mein Creative abgenutzt und hat mir schlechtere Ergebnisse geliefert. Das bedeutet, dass die Kosten pro Kauf steigen, und nicht selten wird man dadurch komplett unprofitabel. Genau in diesen Situationen habe ich mir damals gedacht, dass mein Produkt gesättigt ist und einfach nicht mehr funktioniert. Heute verstehe ich, mein Creative ist einfach ausgestorben. Oder wie Facebook es sagen würde, meine Zielgruppe hat die gleiche Anzeige zu oft gesehen. Deshalb ist es so wichtig, dass du gerade in der Phase, wo du am Skalieren bist, also mehr Geld in Werbung steckst, auch fortlaufend neue Creatives testest. Und du musst ja auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Du musst dich einfach an deinem Schema orientieren, was bereits funktioniert. Geh deine Creatives durch, die funktionieren, und schreib dir die Gemeinsamkeiten raus, sodass du dann neue Videos erstellen kannst, die ja auf einer ähnlichen Basis aufgebaut wurden. Ja, auch oft reicht hier einfach, wenn du das Voice-Over änderst, kleine Texte änderst, und du erstellst für Facebook in dem Fall schon einen komplett neuen Beitrag. Rückblickend kann ich sagen, dass diese 4 Erkenntnisse wirklich mein komplettes Leben verändert haben, und ich hoffe, dass sie auch dein Leben verändern. Wenn du einen Mehrwert aus diesem Video ziehen konntest, like und kommentiere das Video und folg mir, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen.